Grüß Gott, herzlich willkommen. Wir sind Schülerinnen und Schüler von den Tourismusschulen Bad Leonfelden und Wassermanngasse. Derzeit nehmen wir am ÖHV-Kongress zum Thema Lebensläufe, Arbeitswelten neu entdecken in der Wiener Hofburg teil. Wir befragen heute Jugendlichen zu ihren Praktika-Erfahrungen im Tourismus. Kommt's mit! Passend zu dem Thema fand der Vortrag, welche Erfahrungen machen Schüler und Schülerinnen in ihrer Pfarrealpraxis statt. Zusammenfassend ist zu sagen, dass von den ca. 1500 befragten Schüler und Schülerinnen sich mehr als die Hälfte für den Servicebereich entscheiden. Grund dafür ist möglicherweise der Kundenkontakt. Jedoch hat sich auch herauskristallisiert, dass gerade die Praktika ausschlaggebend für den Verbleib in der Gastronomie sind. Max, warum hast du dich für eine Ausbildung im Tourismus entschieden? Ja, also ich habe angefangen eigentlich mit 16 das erste Mal im Tourismus zu arbeiten und für mich war es immer eine Gaudi und mir hat es immer Spaß gemacht, sage ich erstmal. Warum hast du dich für die schulische Ausbildung entschieden und nicht für die Lehre? Ich habe mich deshalb dafür entschieden, weil ich bereits die Matura absolviert habe und ich habe auch schon einen abgeschlossenen Bachelor. Also ich habe bereits die Matura absolviert und bin jetzt in einem Kolleg. Genau, also das war für mich während der Jugend schon klar, dass ich noch in der Schule bleibe, weil mich das einfach mehr interessiert hat. Wir möchten natürlich auch die Tourismusbranche so hinstellen, dass jeder mit einem Lächeln reinkommt und mit einem größeren Lächeln rausgeht. Ja. Das war's von unserer Seite. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen guten Einblick in den Kongress gewähren.